Das Schahnameh ist das Buch der Könige. Es ist das längste jemals von einem einzigen Autor verfasste Gedicht. In rund 50.000 Versen wird hier bildreich die Geschichte Persiens beschrieben. Der Autor Firdausi arbeitete 35 Jahre an dem Epos. Dieses Buch feiert in diesem Jahr 1000 Jahre, also 1010 wurde es vollendet. Und es ist eines der Literaturdenkmäler in der islamischen Welt. Erstmals wird dieses Buch in Deutschland ausgestellt. Die Berliner Ausstellung Meisterwerke der islamischen Kunst zeigt einige der weltweit bedeutendsten Kunstwerke aus der islamischen Welt. Mit mehr als 200 Exponaten aus der Sammlung des Aga Khan, dem geistigen Oberhaupt der Ismailiten, werden 1000 Jahre Kulturgeschichte nachgebildet. Dabei führt die Ausstellung von Spanien bis nach Indien. Diese Vielfalt in der islamischen Kunst deutlich zu machen, diese enorme Reichweite, auch diese globale Auswirkung und Ausstrahlung, das will die Ausstellung zeigen. Aber sie will es eben nicht trocken, sondern mit tollen Objekten, die ein großes Publikum begeistern können. Die Werke zeugen von der Kunstfertigkeit und Kreativität der jeweiligen Gesellschaften, zeigen in vielen Exponaten aber auch den Einfluss des Islams auf die europäische Kultur. Wie am Beispiel des Kanons der Medizin von Ibn Sina. Über 500 Jahre diente es als medizinisches Standardwerk für Ärzte in Europa. Also man kann die Bedeutung dieser Handschrift überhaupt nicht überschätzen, aber sie sieht ein bisschen bescheiden aus und tritt nicht pompös auf, aber sie hat eine kultur- und wissenschaftshistorische Bedeutung, die man gar nicht genug überschätzen kann. Und so sehen Sie, die ist diese Ausstellung angelegt. Bei jedem Objekt gibt es eine Geschichte. Noch bis zum Juni kann man sich im Martin-Gropius-Bau auf Entdeckungsreise begeben. Übrigens zum letzten Mal in Europa. Erst 2013 wird die ganze Sammlung in Toronto wieder vereint zu sehen sein.